er lädt immer noch. Ja, mal gespannt, was das jetzt für eine Map ist. Ich kenne die auch nicht. Wobei Und vielleicht. Sag doch was! Genau, ich sag mal was und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trouble in Terrorist Town mit dem Lumpi, dem Gerd, dem Tom, dem Nick und mir. Hallo! Oh. Hallo! Wir sind jetzt fünf Leute. Dafür sag ich jetzt nicht Hallo. Aber vielleicht. Nee, wir haben, glaube ich, einen Traitor und nicht zwei, ne? Nee, wir müssten einen haben. Ja, nach der. Schon ein Toter? Auch schön, dass die Tür aufgeht. Ach, hier kommt man durch, okay. Ja, gut. Ja, ich hatte gerade auch. Aber wir haben. Nee, wir haben zwei Traitor. Wir mussten hier einen Hilfe. Ja, zwei Traitor, das ist aber nett. Okay, dann haben wir die Einstellung doch ein bisschen verkackt. Wenn mit fünf Leuten schon zwei Traitor ist. Ja, das ist ja, mies. Aber, ich das hätte dran denken. Ein Detective. Nee, wir haben keinen Detective. Doch, anscheinend haben wir doch einen. Was sind denn die Waffe? Ja, kriege ich die. Naja, das müssen wir dann nochmal neu einstellen. Ja, das muss ich dann wohl nochmal, da muss ich nochmal ans Reißbrett. Weil das war so irgendwie, ja, nicht geplant. Gibt's hier auch irgendwo Waffen oder? Irgendwo wobei, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Traitor wird, halt relativ hoch. Das hat irgendwie auch was Cooles. Aber trotzdem, für fünf Leute zwei Traitor ist viel. Jo, weil die haben halt die Items. Eine Karte. Toll, ich bin wieder rausgelaufen. Auch nur. Wo gibt's denn hier Waffen? Ich sehe hier nur Deagles. Ich sehe hier gar keine Waffen. Ja, Rifle wäre ja. Ach, da hinten geht's hoch. Okay, ja, da, gut, da finde ich vielleicht eher was. Lol. Nee, oder? Was denn? Man kann mit den Buggies fahren. Echt jetzt? Ja. Was? Du kannst dich daneben stellen, mit E einsteigen und dann fahren. Okay. Cool. Wie geil ist das denn? Tatsächlich. Au. Was hat das mit TTT zu tun? Nicht, aber ist egal. Naja, komm. Genug rumgespielt. Ich brauche jetzt erstmal eine Waffe. War das schon wieder Mario? Nein. Dieses Mal nicht. Ich bin gar nicht in eurer Ecke da unten. Ich bin hier in diesem Raum. Aber hier gibt's auch nur Deagles. Du kriegst hier. Komm ich denn da nicht hoch? Doch, jetzt komme ich da hoch. Ich hoffe, Tom hat's registriert. Weil er war es definitiv. Ja, ich glaube schon. Ja. Boah, wer schießt denn da auf mich? Oh, Hacke. Das ist mies. Nein! Ja! Schöner Headshot. Ja, ich habe gesehen, wie. Ah, Second. Oh. Ah! Er wird aber wiederbelebt. Wo ist Lo? Ach, da ist Lumpi. Na gut. Wo geht der denn rum? Seine halbe Weltreise. Bin mir auch gar nicht so sicher, ob Lumpi schon so genau weiß, dass man auch Traitor-Items und sowas hat. Ach Gott. Ist nicht wahr. Ja, super. Wobei, doch jetzt vielleicht? Doch, jetzt hat er ihn gesehen. Oder?
Herr Lumpi ist recht vorsichtig, aber dann musst du langsam mal was machen. Weil Tom kann theoretisch einfach abwarten. Ich bin mir bei Lumpi auch gar nicht so sicher, ob der schon so Trader Shop-mäßig irgendwas hat. Da kommst du auch lang. Ja, Tatsache. Mit dem Aufzug dann da hoch. Joa. Ach, die Map ist ja groß. Ich weiß gar nicht, Lumpi müsste aber eigentlich schon wissen, dass er angreifen muss. Ja, komm. Jetzt aber. Wird Zeit. Oh, oh. Ah doch, okay. Microphone activated. Es war so knapp. Ja, ohne Mist, Tom, als du in dem Buggy saßt, du bist 3 Meter an Lumpi vorbeigefahren. Ja, hab's gesehen. Das sah so geil aus. Also Lumpi, das taktische Spielen, das liegt dir, ne? Taktik ja. Was? Das taktische Spiel. Warst du gemutet? Nein. Ach so, ja, du sagst immer so wenig. Ist manchmal auch gar nicht so dumm. Das taktische Spielen liegt dir. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet, weil du warst ja auch Traitor. Also, aber Lumpi, du musst aufpassen, wenn dir als Traitor, wenn die Zeit abgelaufen ist, haben die Traitor verloren, wenn wir die nicht alle, wenn diese Innocents nicht alle gekillt sind, ne? Okay. Als ich Mario getötet habe, war ich voll verwundert, weil ich nicht gewusst habe, dass wir zwei haben im ersten Augenblick. Ja, du sagtest noch Second Chance und ich sag nur, ja, Second Chance. Ich will auch mal Buggy fahren. Buggy! Yeah, Mann! Der Buggy ist Buggy, ha? Huh? Es geht. Ja, lässt sich eigentlich ganz ordentlich fahren. Wer ist hier? Lumpi. Gut, Mario. Erstmal den Buggy voll gegen die Wand setzen. Ja, ich brauche eine Waffe. Das wäre mal ganz gut. Könnt ihr in den Trader Shop gehen und mir eine kaufen, aber will ich nicht. Ach, du könntest theoretisch in den Trader Shop gehen. Ja, und könnt mir eine kaufen, aber will ich nicht. Aha, gut zu wissen. Ja, ne? Heißt das, du bist es? Gute Frage. Ja, finde ich allerdings auch. Das müsste man rausfinden, ne? Ja. Ach, Mann. Oh, Alter. Steck fest. Du. Okay. Gerd, was Kannst machst du da oben? Das Ding mal wegfahren. Euch beobachten. Ja, okay, oder so. Ich habe auch gerade die Diegel rausgeholt, um ihnen einen Klick zu geben, aber so geht's auch. Nick, das war Aua. Doof. Ich war kein. Nick, das war doof, ich war kein Traitor. Aber ich? Wer hat dich denn erschossen? Mich hat Tom erschossen gerade nach der Runde. Ja, aber die Traitor haben gewonnen, ne? Ja. Da war ja was. Dass ich auf die Idee mit der Kliegel. Ja, mit der das ist klar. Mit der Diegel bei Gerd so spät gekommen bin, das war ein bisschen komisch irgendwie. Ich wollte eigentlich in den Truck einen C4 legen, dass irgendeiner mit dem fährt und der auf einmal explodiert, aber ging irgendwie nicht. Ah, ist natürlich auch gar nicht mal so dumm. Nee, die Idee ist tatsächlich ganz gut eigentlich. Das kann man mal machen.
Da fliegen Fässer. Ja, ja, ich weiß. Ich hab den mal kaputt gemacht, damit daran keiner mehr stirbt. Map ist trotzdem irgendwie komisch. Komisch ist sie, ja. Ja. Ich bin hier auch nicht so sicher, ob ich jetzt Nah- oder Fernkampfwaffen nehmen soll. Irgendwer von oben war das. Scheiße, ich bin hier runtergesegelt. Irgendwer, der da hochgegangen ist. Das war Gerd. Gerd ist Traitor. Ich hab gar nicht geschossen. Warum kam dann von da oben der Schuss? Unten. Ich trau dir nicht. Du warst das. Ich habe aber wirklich nicht geschossen. Nein, Lumpi hat mich erledigt. Weil okay. Die Traitor sehen, wer der andere Traitor ist. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ja. Lumpi geschossen hat. Ich dachte weil auch erst, dass Gerd mich erledigt hat. Schuss kam von da oben. Ich dachte auch erst, dass Gerd mich erledigt hat und dann habe ich gedacht, warum... Ja, vor allem dass ich dachte, dass Gerd geschossen hat, wurde halt auch noch dadurch gefestigt, dass Lumpi Detective war. Ja, aber Lumpi hat mich tatsächlich abgeknallt. Ja, weil ich wollte nämlich gerade sagen, der Detective hat nämlich geschossen. Ja. Ich habe eigentlich da von mir aus sah gehofft, das aus, als wärst du das gewesen. Ich habe eigentlich darauf gehofft, dass der Gerd jetzt so schlau und so schnell ist und den Lumpi abknallt. Wollte ich, aber der war zu schnell weg. Ja. Das hat mich dann das Leben gekostet. Boah, jetzt muss ich die Klicks verteilen oder was? Alles klar. Ah, Nick ist damit Dete. Kann ich ja so gut umgehen. Das war schon knapp, das weißt du, ne? Ja, ich weiß, Lumpi. Aber ich schieße die Fässer da immer weg. Lumpi? Okay. Na! Ja, dann Tom. Lumpi hat auf mich geschossen. Moment, das da oben ist Gerd. Das ist Gerd. Wow! Wo ist der? Warum machst du mich denn? Bist du verrückt? Du hast doch gerade Gerd erschossen. Nein, ich hab Gerd nicht erschossen. Wer war das denn dann? Ich hatte Gerd angehittet. Also ich bin da bei den, beim Anfang, beim Spawn. Warum ist Gerd denn da umgefallen, als du neben ihm standest? Ich hab Gerd nicht komplett erschossen. Ich hab Gerd angehittet. Und wer hat ihn dann erschossen? Ich hab ihn nicht erschossen. Er muss ja. Nein! Lügenlord, ey, weißt du? Nein, ich hab ihn wirklich nicht erschossen. Immer verarschen lassen hier. Gerd war innocent. Ja, Gerd war innocent. So, da hinten läufst du. Da hinten laufe ich, genau, weil ich Tom suche. Weswegen? Weil ich glaube, dass du Traitor bist. Oder weil ich sage, dass du Traitor bist. Aber du hast doch Gerd erschossen. Nein! Das ist total... Ja, wobei... Ja. Jetzt komm mir bitte nicht mit dem Argument, das ist total sinnlos. Alumpi ist schon tot, der war Traitor. Oder vielleicht hat Lumpi ihn vorher erschossen. Oder war Lumpi schon vorher tot? Lumpi war tot. Ich kann da ja gerade mal gucken, Lumpi hat eine Sniper und der wurde auch mit der Sniper getötet. Oder? Ja, genau. Ja, Tom, wo bist du denn? Gerd wurde auch von der Sniper getötet. Ja, und ich hab keine Sniper, heißt, siehst Lumpi du? Hätte es sein können. Aber Lumpi war doch schon tot. Von wo schießt der? Sag ich doch. Ich sehe den nicht. Und scheiße, da hinten. Und ich hab keine Sniper. Scheiße, Muni mehr. Keine Muni mehr. Nein, Tom, lass das. Wo bist du denn? Alter, du willst nicht. Blöd auf der Entfernung. Sag mir doch, wo du bist und wo er ist. Der steht hinten in der Wüste quasi. Hier, wo die Buggies sind in der Wüste? Ja, die Buggies zeigen genau in die Richtung. Ach, dann steht der da hinter den Bergen irgendwo, ne? Tja, steht er. Scheiße.
Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Ah, wobei. Wo steht er jetzt? Holy shit. Ach, ist das Kacke, immer auf die Entfernung zu schießen. Ich treffe da auch kein Scheunentor. So, wo bist du gespawnt? Am Anfang, oder? Blöderweise habe ich mich verdrückt und bin jetzt am Anfang. Und hier liegt keine Waffe rum. Scheiße. Ich hab hier noch rumgeschrien, Nick! Ja, ich hab nicht damit gerechnet, dass der schon kommt. Ja. Ich dachte so ein Mist, erst, ist Nick jetzt auch Traitor? Und dann dachte ich, Moment mal, nee, Detektiv-Item. Ja, richtig. Scheiße, ich hab gerade geguckt, was ich nehmen könnte, um ihn noch zu holen, aber... Da war nicht mehr viel dabei. Weil ich hatte echt nix. Aber das was war hab richtig ich gesagt? Kacke. Ich hab Gerd nicht erschossen. Das stimmt, ja. Das habe ich dann später auch festgestellt. Es sah nur eben extrem so aus, weil der ist neben dir umgefallen, als du ihn vorhin schon angeschossen hattest und da klar, oben stand. Klar, ist der neben mir umgefallen. Er hat mich ja nicht komplett erschossen. Ich hab den Gerd leider angehittet, weil ich gedacht habe, er wäre Tom. Ja, das habe ich dann auch festgestellt. Irgendwann. Oh. Kann ich jetzt meine Shotgun... Oh, Hilfe. Oh, Lumpy, Detective. Das ist aber praktisch. Wieso? Hier hinten ja, gibt's auch echt nichts. Ich weiß schon mal, dass du kein Traitor bist. Steht genau. Ein Fass. Wow, alle in dem Haus. Komm, in welchem Haus denn? In dem Gebäude. Dann wissen wir ja, dass wir zwei Traitor und zwei Innocent haben. Ja, und ein Detective. Ja, Detective ist klar. Den haben wir ja schon gefunden. Ja. Oh. Im Gebäude. Ja, habe ich auch gehört. Also ich bin hier oben im Gebäude jetzt gerade. Das klang aber mehr nach unten. Ja, das Lumpy tot. Ich schätze mal, es ist Nick, weil er da drin war. Wow. Bin ich jetzt aus der Map rausgefallen? Ne, ich hoffe mal nicht. Ah ne, ich kann hier rumlaufen. Ist okay, ich kann rumlaufen. Bin nämlich gerade oben ein Stück runtergefallen und dachte jetzt habe ich die Arschkarte. Boah! Mach mal hier draußen die Fässer kaputt. Oh Mann, hey, ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hasse es. Ich hab Fässer zerstört. Was ist denn los? Ich treff überhaupt nichts mehr. Es ist zum Kotzen. Okay, Mann. Nick ist tot, den habe ich gemacht. Drei also, Sessions lang jetzt schon. Das kann doch nicht sein. Weil Lumpy ist ja tot und ja. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Aber warum können Gerd und Mayo sich duellieren? Du lebst doch auch noch, oder nicht? Ja, aber ich hab Nick getötet. Ja, und? Ja, als Traitor. Ja, genau. Ja, als Traitor töte ich einen anderen Traitor, oder wie? Ja, ja. Ah. So ein Scheiß, ey. Ich hasse es. Ich hab Nick getötet. Nein! Mikrofon activated. Von der Leiter gefallen! Vor allem, Lumpy, was hast du für einen harten Kopf? Drei Headshots mit der Shotgun hast du gebraucht. Kannst du mal sehen, du. Der Lumpy ist ein Dickkopf. Aber das ist richtig schlimm, ey. Ich treffe ja überhaupt nichts mehr. Wieso? Das war doch letzte Session genauso. Ja, das ist, seit wir diese lange Pause drin hatten, treffe ich nichts.
Das ist der Hammer. Triffst halt kein Scheunentor, ne? Echt? Ja, das regt mich richtig auf. Mich nicht. Das geht mir total auf den Piss. Mich nicht. Mir ist oh, letzte Runde. Dass ja, das dich nicht total auf den Piss geht. Das geht mich geht das nicht auf den Piss. Also ja, genau, deswegen. Oh, oh. Oh, oh? Ja, ich kann kein Traitor und kein Innocent sein, denn ich bin Detective. Oh, wie unangenehm. Lumpi! Ja, wenn ihr jetzt noch wüssten, wo, dann wäre das auch gut. Da hinten ja, das ist Tom. Gut. Aber das kann ja nicht weit vom Spawn gewesen sein. Oder im Haus. Irgendwo da. Weil mit vorne rum sind die nicht gelaufen. Nee. Gefunden. Hast du ihn? Ja. Okay. Frage, komm rein, Achtung. Was ist Nick? Da ich einen Traitor getötet habe, bin ich innocent. Ja, jetzt sind wir alle hier. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Du stellst in Frage, dass ich innocent bin, obwohl ich einen Traitor getötet habe. Und ja, Tom ist ich so. Ich vertraue dir auch nicht. Und gleichzeitig hast du mir aber nicht in den Kopf geschossen, als ich die Leichen confirmed habe. Ja, einer von euch beiden muss es sein. Ich habe einen Traitor umgelegt. Irgendwer hat, glaube ich, gerade was getrunken. Tom, es ist hinter dir. Der hat Second Chance. Scheiße, wir hätten einfach nur da hingehen und warten müssen. Der ist da respawned. Ah, super. Nee, geh da nicht rein jetzt. Hier draußen ist er, vorm Haus. Ja, der hat mich weggespawnt. Mikrofon muted. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. So ein Mist. Ach ja. Bin drauf. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Okay, Mikrofon war gemutet. Ich dachte gerade schon, ich hätte das vergessen. Oh oh, Gerd, bitte sieh ihn. Ah, schade. Ja, jetzt hat er ihn gesehen, aber ich glaube, das bringt ihm nicht mehr so viel. Weil es sieht nicht unbedingt gut aus. Ja, okay. Da müsste jetzt schon ein Headshot her. Mikrofon activated. Schade. Ja. Ja, und damit endet diese Session. Wir freuen uns auf das nächste Mal bei Trouble in Terrorist Town. Tschüss. Tschüss.